Herzliche Grüße an alle. Die Lara ist wieder da und mit dem 10. Level die Stadt von Kamun Speed Run. Ja, und da gibt es ein Video, der hat es in 3 Minuten geschafft. Weil, ja, der hat, ja, du kannst, ich baue das in die Lösung mit ein. Da gibt es hier irgend so einen Bug, Corner-Bug oder so, dass der, ich habe es an der Ecke probiert, da geht es irgendwie nicht. Aber hier irgendwie ist der sofort darauf gesprungen. Dann gibt es den nächsten Bug. Und zwar ist es so eine Art Fence-Bug, Zaun-Bug. Und zwar kann man hier an der Stelle, hier wo die Zäune sind, da ist eine Stelle, wo die zwei zusammenstoßen. Da kann man durchspringen. Also da durchspringen, dann ist man da drüben. Wir machen es gleich, ich zeige es nochmal. Dann kommt, dann ist er hier. Dann springt er darüber und hier an der Ecke gibt es den nächsten Cornerback. Da macht er einen stinknormalen Cornerback, also Ecken-Dings da. Hochspringen, dann landet er da oben bei dem Hebel. Dann den Hebel ziehen, dann darüber springen. Und wenn der Hebel gezogen ist, dann ist der Sand hier weg und dann kann man raus. Jetzt ist eine Sache, man braucht am Schluss diesen Saphir-Schlüssel. Jetzt ist es so, dass wenn man muss ganz am Ende aufsperren mit so einem Schlüssel. Jetzt finde ich nicht mehr zurück. So, jetzt ist es so, den Schlüssel kann man vorher schon holen. Weil die Schlüssel sind kompatibel, hahaha. Dann brauchen wir den da am Schluss nicht holen. Nämlich, hier hinter der Sphinx ist auch so ein Schlüssel, der geht da auch. Also wenn du jetzt den Schlüssel hier holst, den da, das da, der ist genau dasselbe, dann kannst du den am Schluss da einsetzen. Verstehst du? So, okay, also folgendes. Ich habe jetzt schon gespielt und gespeichert und ich habe es jetzt so gemacht. Ich zeig's mal. Ich bin jetzt hier, ich habe das hier jetzt ganz normal gemacht, weil wir müssen ja auch ein bisschen, wir spielen ja absolut ehrlich, also bis auf einen Cornerback oder sowas. Aber das ist ja gut, ja. Und zwar, ich habe jetzt ganz normal gespielt und habe jetzt ganz normal da den Hebel gezieht, weil dahinter ist ein Medipack. Jetzt warte. Also, einfach den Hebel ziehen. Dann muss man da die Blöcke rumschieben, ist halbwegs klar. Den Block rausziehen und damit man den anderen Block darüber schieben kann, damit man da auf die Säule rauf... Ist alles klar, oder? Damit man auf die Säule raufkommt. Aber da hinter dem Block ist noch ein kleines Medipack. Und das sollte man ruhig mal mitnehmen, weil das kann man später gut brauchen. Wir spielen ja... Die schweren Level kommen ja noch und da braucht man Medipacks ohne Ende. Da kann man ruhig mal ein, zwei Medipacks... Wie gesagt, dahinter ist Munition und Medipack. Ist das Magnum-Munition, oder? Das ist gut. Magnum und ein kleines Medipack. Und ja, ganz normal gespielt. Und jetzt, Sattler, bin ich wieder unten. Ja, klar. Und jetzt einfach den Block rüberschieben ist gar... Alles, habe ich alles so gemacht jetzt hier. Den Block rüberschieben. Dann kann man dann auf die Säule raufspringen und ist dann drüben. So, jetzt lade ich mal. Ich habe schon gespeichert. Jetzt warte so. Dann der nächste. Wo bin ich denn da? Genau. Also. Da bin ich hier. Was habe ich da Zeit? 4 Minuten. Gute 4 Minuten. Ich habe den Panther erledigt. Nur Pistolen. Da oben habe ich das Zeug geholt, das kann man auch ruhig mal mitnehmen. Und dann habe ich die Mumie von oben aus mit Pistolen erledigt. So, jetzt sind wir hier. Hier, das Magnum-Munition, die kann man ruhig mal mitnehmen. Die habe ich eingesammelt. Und dann da hinten den Schlüssel holen. Einfach hier raufspringen, ist gar, oder? Also... Die Munition holen, das kann nie schaden.
und einfach hier hinten den Schlüssel holen, den brauchen wir ganz am Schluss dann. Sonst kommen wir nicht raus. Also hier ganz... Ah, jetzt bin ich wieder gut. Also da den Schlüssel holen und die Shotgun-Munition holen. Und jetzt kommt der... Und dann gehst du einfach ganz normal... Also, was sag ich? Ja, normal. Darüber... Und da hoppla rauf. Hier ist so eine Ding da, hüpp. Und jetzt kommt... Wenn du willst, ist da oben auf der Säule ist noch Shotgun-Munition. Da oben. Die kannst du, die habe ich jetzt nicht geholt. Und jetzt kommt der Fence-Bug, also der Zaun-Bug. Und zwar kannst du hier, vielleicht sieht man das in der alten Grafik besser. Doch, da in der alten Grafik sieht man es besser. Siehst du, hier. Hier ist die Stelle, da ist so ein Loch drin, siehst du? Das heißt, da stoßen zwei Zäune zusammen und da kannst du durchspringen. Aber komischerweise nicht genau an der Stelle, sondern, und ich glaube, der Winkel ist auch, jetzt, na, fast, siehst du, fast durch. Alter, du speicherst da vorher. Also es geht hier an der Stelle. Geht's irgendwie durch. Jetzt hat. Hast gesehen? Okay, da musst du halt. Jetzt machen wir wieder eine alte Grafik. So, an der Stelle springst du durch. Das habe ich gemacht. Hier ist nochmal die Stelle. Man muss ein bisschen den Winkel und die richtige Stelle. Da kann man ein bisschen... Okay, ja, nee, das war falsch. Also jedenfalls an der Stelle durchspringen. Laden. So, da Spaß, aber jetzt sind wir durchgespringt. Hier. So. Also zuerst waren wir da draußen und jetzt sind wir hier drin. Und wir gehen jetzt hier weiter und springen gleich darüber, weil hinter dir kommt ein böses Tier. Und jetzt gleich hier rüber springen, weil da kommt ein Tierchen. Siehst du? Und jetzt springst du. Achtung, bitte nicht runterfallen. Unten rennt noch ein Tier rum. Und jetzt springst du darüber. Und da drüben ist ein kleines Medipack, das kann man mal mitnehmen. So, und jetzt kommt der zweite. Der zweite Bug, Cornerbug. Und zwar an der Stelle. An der Stelle musst du den stinknormalen Cornerbug. Huch! Ha! Das ging jetzt sofort! Hast gesehen? Hoppla! Das wäre. Und jetzt bin ich oben, siehst du? Das wäre jetzt der normale Cornerbug. Hier den normalen Cornerbug. Und ich bin jetzt da rein irgendwie und gespringt. Da ging's auch. Und dann bist du nämlich da oben. Und dann ziehst du da vielleicht jetzt mal, jetzt geht's. Du sollst den Nebel ziehen. Jetzt hörst du wieder Sand. Jetzt habe ich noch das da geholt. Das kann nie schaden. Jetzt warte, jetzt mal, vielleicht bin ich jetzt schneller. Weil der Cornerbug schneller ging. Jetzt warte. Wir machen es alles nochmal, warte. Einfach darüber springen. Und den Schlüssel haben wir ja jetzt. Der wäre normal da auf der Säule. Aber den haben wir schon geholt hinter der Sphinx. Hier jetzt einfach runter. Siehst du, und da ist der Ausgang. Jetzt musst du nur noch hier rauf. Hier steht der Kollege. Den braucht man nicht mehr. Und jetzt einfach da rauf und raus. Fertig. Jetzt schaue ich mal, wie schnell bin ich da. Und da musst du jetzt den Schlüssel einsetzen. Das war der, den wir hinter der Sphinx geholt haben. Saphir-Schlüssel. Und jetzt raus aus dem Haus. Wie schnell bin ich jetzt? Jetzt warte. Und fertig. Nein! Screenshot. Warte. Ah, wo ist ein Screenshot? Speichern. 9 Minuten. Und mit alles Zeug holen. Und jetzt speichern wir da. Jetzt warte. F5. Da speichere ich jetzt noch. Das war, da habe ich jetzt schneller gebracht. Hier speichern. Speichern. So. 9 Minuten. Alter Schwede. Das ist das nächste Level. Nochmal. Das war der falsche Taste.
Entschuldigung, ich habe völlig ehrlich gespielt, bis auf die Cornerbacks. Nochmal, jetzt warte, nochmal laden. Wo waren wir denn da? Ah, hier, da musst du jetzt durch den Zaun springen. Ich glaube, so ein bisschen neben der Lücke und ein bisschen so irgendwie, da muss man halt ein bisschen probieren und Glück haben. Also, das geht aber hier. Es geht irgendwie. Gut, es geht irgendwie. Dann bist du hinterm Zaun. Jetzt sind wir hinterm Zaun, siehst du, da ist der Zaun. Und jetzt, wie gesagt, wir sind von da durchgespringt und jetzt hier schnell rüber gewatschelt, weil da kommt Kundschaft. Jetzt probiere ich das nochmal mit dem Cornerback. Geht der so schneller, oder wie? Das Medipack ruhig mal mitnehmen. Und jetzt bin ich da in die Ecke reingelaufen und gespringt irgendwie. Nee, das war nicht. Das war jetzt Glück irgendwie. Also du stellst dich jetzt normal, das ist der stinknormale Cornerback. 45 Grad Winkel, hier ist die Ecke, Corner heißt Ecke. Und ein Bein muss irgendwie in der Säule sein oder so. Du musst dich im 45 Grad Winkel hinstellen und dann springen. Und er, na, jetzt, siehst du, ha, dass das linke Bein von ihr in der Säule verschwindet. Und jetzt bin ich oben. Stinknormaler Cornerback. Dann da drüben die Munition nochmal spaßeshalber mitnehmen. Du sollst sie nehmen. Okay. Den Hebel ziehen. Da oben. Also wir haben da unten den Cornerback. Nochmal. Wir sind hier durch den Zaun gesprungen. Wir sind da durch den Zaun gesprungen. Dann haben wir hier den Cornerback gemacht an der Ecke. Siehst du, an der letzten Säule, weil da oben der Hebel ist. Dann haben wir den Hebel geziegt, sind darüber gesprungen. Und jetzt müssen wir nur noch raus aus dem Haus. Und dann fertig. Okay. Okay, alles klar. 9 Minuten, jetzt warte mal, habe ich jetzt... Ich starte schon wieder. Bin ich jetzt vielleicht noch schneller? Nee, nicht, oder? Völlig ehrlich gespielt, kein Medipack verbraucht, keine schwere Munition verbraucht, nur Pistolen, 9,32. Also 9 Minuten. Und ich habe aber am Anfang alles gesammelt. Du kannst es am Anfang natürlich noch ein bisschen schneller machen, aber ja gut. Okay, das war schon der ganze Käse hier. Jetzt warte mal. Ich hab hier gespeichert, gell? Warte, statt Kamun dann kommt Obelisk von Kamun, genau. Da habe ich genau. Da haben wir da. Okay. Das machen wir im nächsten Leben. Hahaha. Im nächsten Video. In deinem nächsten Leben, das ist doch die eine Errungenschaft von, wo geht's denn da hin? Von Sophia, besiege Sophia Lee in deinem nächsten Leben, heißt die Errungenschaft. Erfolg in 3er DLC, oder? Gut, okay, das war's schon wieder. Herzlichen Dank für Speis und Trank und tschüss, bis zum nächsten Video.